Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hof Bergmann Let's Play. Die Mine ist auch wieder am Start. Hallöchen. Und dann legen wir mal los. So. So, genau, du hattest ja jetzt das Feld gepflügt. Dann werde ich jetzt mal kalken. So, jetzt habe ich Also auch ich bin mal. noch am Flügen. Ja, genau, ich habe den Sound ein bisschen leiser gemacht von deiner Maschine. Ich hoffe, es ist nicht zu leise und auch nicht zu laut. Das höre ich natürlich erst, wenn ich das Video schneide. Alle, wir schneiden die Videos ja nicht, wenn ich das Video hochlade. Zur Not wird es beim nächsten Video leiser. So, wo habe ich denn die Kalkmaschine? Nee, kann ich die nicht. Ah, die hatte ich oben stehen, glaube ich. Oh, ging er da wieder an. So, heute machen wir Roggen drauf. Und holen noch ein paar Schweinchen. Ja, ne? So. Dass das anläuft hier. Hab zwar schon eins, aber das kann ich schlecht im Schallstall stellen. Ey, du bist so ein Arschloch. Ja, ne? Wahre Liebe. Ja. Ne? Halt. Ja, wenn wir erstmal abbauen, ne? Ja, passt. Es spaßt Das weiß ich, habe ich gesagt. Spaß. Ja. Jetzt haben wir schon. Suche. Hä? Muss deutlich reden, sonst hört man nicht mehr. Rede deutlich. Musst du Ohren auf. Nee, hat geluscht. Denkst du, die Alt redet zu. Das sowieso. Das wird ein liebevoller Tag heute. Ich. So, jetzt gehe ich mal Kalk holen. Verfahr dich. Und dann mal gucken, ob das mit dem Precision Farming diesmal geht auf der Map bei mir. Ja, da bin ich aber am gespannt. Wenn nicht, muss ich das Feld morgen dann das nächste Mal machen. Dann muss ich das nämlich erstmal ausschalten, weil das Video beende ich jetzt nicht schon wieder. Nee. Servus. Ja, servus. Ja, servus. Jo, mei. Was wollen Sie denn hier? Hm, geht hier noch den Rad. Ja, waren jetzt 14 Tonnen Kalk. 4.800, wieder 30. Servus. Ja, du wiederholst dich. Da. Wenn das Feld auch gesät haben, werde ich vielleicht mal ein bisschen Holz machen. Dann mal ein paar Fässer für die, wenn man den Apfelsaft oder wie das oder Juice Maker oder wie der da heißt, machen kann. Hast du jetzt letztens eigentlich Schweine zum Metzger? Ja, habe ich. Ich habe Alzheimer. Ja, verständlich in deinem Schon Alter. so lange her. In deinem Alter. Ich bin so ein Arsch, muss ich gerade so, als ob ich gerne. Naja. Da jetzt nicht so. Oh. Bei Glück hat man das 50 nicht gehört. Ja. Ja, funktioniert. Sieht man das bei dir auch, dass sich was ändert? Wenn du jetzt mal auf, wenn du Warte jetzt mal mal. öffnest. Auf der Karte sehe ich es jetzt nicht. Ah, ich müsste ja einstellen, ne? Ich will Precision Farming oben einstellen, dann geht das Wäre auch. nicht schlecht. Yep.
Ja, gut, dann passt das. Dann funktioniert Funktioniert. das wieder. An was hat das jetzt gehangen? Na, es kann dann sein, dass sich wirklich irgendein Mod mit dem Hof Bergmann und Precision Farming gebissen hat, wo ich drauf hatte. Da ich jetzt etwas keine Mods mit drauf habe, nur die Fahrzeuge, funktioniert das besser. Ich bin echt mal gespannt, was im 22 Oh, nicht nur du. Nicht nur du. Es soll ja viele Produktionen jetzt von Anfang an mit dabei sein. Das Bauen soll komplett verschieden sein. die ganze Gebäude sollen ja begehbar sein. Ja, hat man gesagt, aber ich habe jetzt aber auch schon welche, wo ich Trailers gesehen habe, gesehen, dass die nicht alle begehbar sind. Also Ah, muss ja auch nicht, wenn so ein kleines Hütchen ist oder was war so. das jetzt gewesen? Letztens habe ich einen Trailer gesehen von einem Map, wo einer gepostet hat, ein Gameplay. Da war nur die Garage begehbar von dem Haus. Aber nicht das Haus an sich. Ja, das finde ich halt immer bei so Spielen wichtig, dass das Haus begehbar ist. Ja, kommt drauf an, wenn man jetzt ganz normal spielt, ohne irgendwie ein Roleplay oder keine Ahnung dazu, dann muss das jetzt nicht komplett begehbar sein, dann ist das relativ Ja, schon. uninteressant, weil man spielt ja eigentlich nur, man hockt ja die meiste Zeit dann eh nur auf dem Feld. Wenn man ein Roleplay macht, dann wäre es schon sinnvoll, ein begehbares Haus zu haben. Aber man macht ja dann auch ab und zu mal eine Szene in einem Haus drin oder keine Ahnung alles. Ja. Kannst ja wohl schlecht eine Party machen, dann vorm Haus, vor der Eingangstür. Weil du nicht ins Haus reinkommst. So, dann habe ich bald schon fertig gekalkt. Flut. Geil. Dann lade ich bald die Sämaschine an. Fahre nochmal runter an die Reifeisen und dann hole ich Saatgut und Dünger. Und dann haue ich hier Roggen drauf und dann ist das hier auch schon fertig, das Feld. Oh, 6 Part plus. Ja. Ah, ich kann halt wieder einen Frosch im Hals. Das ist eine Quake. Ja. Wir könnten aber mal die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Ja, Dass können es wir machen. auch ein bisschen knapper wird. Und wir uns ein bisschen beeilen müssen. Oh, bei den Raben erschreckend, ey. Wenn die Warum? Wämme losgehen. Ja, bei den Raben mal drauf. Dann packe ich den mal wieder weg. Wartest du denn? Genau. Die Die Sämaschine, Sämaschine, genau, so heißt das Ding. die steht hinne, wo Silo ist. Ah ja, ich sehe. Hoppala, das war die Kurve zu stark genommen. Jo, solange der nicht umkippt. Aber trotzdem. Kann ja ordentlich spielen hier. Ja.
Mal so überlegt auf das Pferd, was du jetzt ja gerade liegen tust, werden wir dann Eis drauf machen. Was werden wir drauf machen? Eis. Eis. Okay. Zum Häckseln. Jo. Weil vielleicht dann mal demnächst gucke, dass wir dann Geld machen. Auf dem großen Feld machen wir Raps für Benzin, also für Kraftstoff. Dass wir Geld machen, dass wir die BGR kaufen und dann ein größeres Feld, aber noch mit Mais und so ein Kram. Nee. Ja, das können wir machen. Ja, genau, ja. Wie ist das passiert, wenn man nie aufpasst? Da fährt man aufs falsche Gelände. Halten wir mal kurz an. Gucken wir mal hier mal. Bis an. Warnblinker an. Ordnungsgemäß. Fahrflächen haben wir schon. Ja. Ja, 6 Stück, warten bis voll ist. Dann holen wir Das recht. sowieso. Dann holen wir es ab und bringen es gleich in den Shop, dass wir das erste Geld generieren. Kann ich ausschalten. Diesmal kann ich es runterfahren, da ist er. Gut. Gucken, ob das klappt. Gut. Dünger. Perfekt. Was meinst du? Gibt es von der Karte auch um 22 Shiny? Hofft, sagen wir es mal so. Also, ich denke schon, aber. Ja, schon nicht gehört. Also, wir spielen es ja erst seit dem 19er. Aber die soll es ja schon die ganze Zeit geben. Im 17er habe ich gehört, war sie auch dabei, die Hofbergmann. Ja? Was vorher war, weiß ich jetzt nicht. Wir spielen es eigentlich erst Seit dem seit dem 19er, seit. 19. Aber das ist auch schon sehr, sehr zurück. Ich hoffe es nur, dass er im 22. Im 22, dass die Karte ein A gibt. Oder viele andere Karten, sagen wir so. Ich denke, da wird man genug Abfall haben. Aber man hat ja trotzdem seine favorisierten Karten, wo man hofft, dass die dabei sind und dass es die wieder gibt. Denke ich mal, Ja. hat jeder. Ich denke nicht gleich am Anfang, aber irgendwo. Nach und nach. Weizen wollte man mit. Hätte ich gerade den Roggen. Los geht's. Ansehzeit war ja, bevor ich hier was Falsches Ja. mache. Ja.
Hallo, wink mal. Ja, das Feld habe ich frei. Machen wir das mit dem Ziegen, mit dem Schaf und Ziegenstall hier? Haben wir dann nur Ziegen oder sollen wir mischen? Schafe und Mischen. Ziege? Mischen wir. Naja. Oder? Ja, nee, ich hatte was anderes wegen. Ja, ich habe hier einen kleinen Strich mitgenommen. Ja, da hätte ich auch gedacht. Weil wir könnten normalerweise auch den Schafstall hier oben holen, die Weide. Aber. Na, ich würde sagen, Müssen wir mal so weit wir fahren. mischen und dann kann man immer noch irgendwann die Show ja, Zur Not, fahren. genau. Notfalls. Schnitzel noch mache für den Ofen, dass wir die nicht grafen müssen. Da braucht man nur so einen Abpacker. Kosten. Geräte, genau. Der Bagging Master. 1400 Euro. Ja. Ja, jetzt komm ich mal gucken. Ja. Gerade Probleme mit Technik gehabt mit meinem Mikro. Ja, man kann ja dann, was weiß ich, nachdem du das Feld hier gemacht hast, Holz machen gehen. Ja, ich habe mir auch so gedacht, da nehme ich ein kleines gucke ich mal, dass ich irgendwie Hackschnitzel billigen krieg, wenn ich den erstmal auf Miete nur nehme. Weil so oft brauche ich den ja nicht. Kann man Hackschnitzel überhaupt lagern bei uns? Weil jetzt muss ich das als Shitgut reinschmeißen. Hackschnitzel. Ja, kann man nicht lagern. Vielleicht müsste ein Lager bauen, aber. Kann ja Shitgut hinten reinschmeißen in die Hallen. Fahre ich mit dem Frontlader vor und hole noch eine Palettengabel und dann haue ich dann das da drauf. Aber demnächst muss man noch mal ein bisschen an deinem Mikro falschen, weil ab und zu hört man dich nicht, wenn du redest. Okay. Also ist dann nur so minimal, kommt drauf an, wie laut du redest. Ja, müssen wir später nochmal gucken. Wie gesagt, manche schneiden das alles raus, diese Zwischengespräche, wir nicht. Wir laden sie so hoch, wie wir sie aufnehmen, haben wir uns vorgenommen, weil Genau. erstens mal. Es gibt zwei Dinge deswegen. Erstens sind wir zu faul zum Schneiden. Das ist schon das Erste. Also ich zumindest. Und zweitens, wie gesagt, wir sind neu hier auf YouTube. Wir, wie Keine Ahnung davon. Programme, wie die funktionieren, wie das geht, da müssen wir uns alle erstmal reinfuchsen. Wir machen das erstmal just for fun. Wenn daraus was Cooles, Großes wird, wird's. Wenn nicht, dann nicht. Hab ich. Dann gelitten.
Jetzt? Wie viel weiter das? Liegt jetzt 13, bis wir in den Wald gehen. Da hast du was zu tun mit dem kleinen Flug, hä? Ist gut was, ja. Ja, aber 8 Meter ist besser als 6 Meter oder 2,5 Meter. Wenn du das mit dem kleinen 2,5 Meter Flug machen müsst. Wäre schon ein paar Tage, ein paar Folgen dabei zu fliegen. Ja. Ja, wir Jo, reden wenn's. meistens nicht so viel. Wenn es was zu reden gibt, ja, wenn nicht, zocken wir einfach nur. Wenn's wirklich was zu reden gibt, ja. Aber man muss ja nicht die ganze Zeit durchquatschen. Qualmen einem ja irgendwann die Ohren. Ja, nicht nur das. Ich meine, dass man ab und zu nicht unbedingt reden muss, weil man kann auch einfach nur zuschauen. Weil meine Meinung nach geht ab und zu einem das Gequatsche auch auf den Sack. Aber zu leise, das andere sein, sonst ist langweilig. Immer so ein Mittelmaß. Oh. Gibt mir Folge, du rettest mal mehr, es gibt Folge, du rettest weniger. Ja, okay, ich meine aber auch der LS, wenn man jetzt nur spielt und ohne Roleplay, gibt es beim LS19 aber auch nicht, wo du jetzt so stundenlang quatschen kannst. Es ist was anderes wie bei dem, wo wir auch Videos von hochgeladen haben, vom Ranch Simulator. Ja, du erzählst schon. Oder von dem Police Patrol. Da kann man halt viel erzählen, aber hier. Das ist ein großes Feld, ey. Ja, da hast du das vorgenommen, ne? Fahrst du rundherum oder was? Ja. Ja, ich bin ja jetzt auch gleich fertig mit dem Roggen. Dann ist das durch. Dann ist der wenigstens schon mal drauf. Bei dem anderen Pferd muss ich sowieso ein bisschen mehr machen. Dann verfällt. Hier war das? Ja. Hier vorher noch grubbern. Mais ist ja eh noch keine Zeit, oder? Ja, hast schon recht, dann brauchst du mir darum gar nicht kümmern. Ich wollte gerade sagen, Mais ist doch noch gar nicht. Ja, ich hab so wie gesagt, so Feld 4 hier, das wird Maisfeld, 15 machen wir Weizen oder Gerste, was du willst, und 13 Raps für, wie gesagt, Benzin, Diesel, Kraftstoff, wie auch immer man nennen möchte.
So, Robbenfeld ist angesiedelt. Das ist super. Kann da schon mal backen. Genau. Dann machen wir gleich unser Kamin hier an. Ganz schön frisch heute. Also bei uns zu Hause. Ja, hier drin ist. Oh, die Gradzahlen könnten eigentlich, glaube ich, sogar fast gleich sein. Könnte passen. Der geht hinzu. Einklappen. Ja, ich habe gerade die Schilder eingeklappt, die Warnschilder. Faktor. Oh. Jetzt spielen wir mal Flash und rennen ganz schnell. Da musst du wieder stalken. Ja. Da. Gut, warte. Dann machen wir mal das Ende jetzt hier. Lass mich bis da hinten noch fahren. Oh, Menno. Danke. Jetzt hast du nur eine. Also, war ich da betrug? Na, da fahr ich nochmal runter, oder? Ja, nicht, wenn ich in der Helle aufguck. So, das war's für heute, Leute. Heute, Leute. Ich kann auch reimen. Haha. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Heute war es ein bisschen ruhiger. Boah, man muss ja nicht mal rumschreien, ne? Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir Holz. Holz. Genau. Ich und mein Holz, ne? Richtig. Wenn ihr das sehen wolltet, dann schaltet beim nächsten Mal ein. Wenn wir wieder da sind. Also, genau. Das heißt, Like da lassen. Ein Abo wäre cool. Yep. Däumlein nach oben, wie immer. Und viel Spaß beim Zuschauen und Weiterschauen vor allen Dingen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.